Morgen! Alter, was ist denn hier los? Grüne, das muss ich noch anziehen. Gut, bis gleich. Ich fahr noch mal schnell duschen. Enrico! Na, Mädels? Back on track. Ja, back on track, ne? Warte mal, jetzt warte mal, back on track um 11.28 Uhr. Der Enrico war um 7 wach. Wir können ja mal kurz so ein paar Sequenzen einblenden, was da so los war. Für die, die uns bei Instagram nicht folgen. Was dort weggezischt wurde, das war schon recht amtlich, das Ganze. Und ich kannte meine Grenzen, weil ich habe mich irgendwie so 0 Uhr abgeseilt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich überhaupt noch einigermaßen gerade ausgucken kann. Ne? Das war Hauch und seine Karte hier, ne? Naja, gehen wir gleich mal Hallo sagen. Moin, hi. Na? William. Hi. Alles gut? Hallo. So, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Autogesellschaft. Ich bin Harun, das ist der Enrico. Hallo. Okay, Kunde. Na Freunde, wenn Enrico im Hotel liegt, sind wir hier gerade auf den feinsten Stühlen, haben wir Platz genommen. Wie es so üblich ist, ne, am Wörthersee. Standesgemäß sitzen wir hier. Leider regnet's. Hier steht der FR6. Was sagst du so, weil du bist ja schon öfter hier gewesen, so die Menge sehr an Leuten ruhig angeht? Und so. Vier, also ja, irre wenig. Stehst ja sonst teilweise 2 Stunden irgendwo im Stau, wenn ja, jetzt ja irgendwelche Spots mehr. Ja stimmt, du kannst eigentlich generell überall easy durchfahren, ne? Hier stehst du ja nirgends im Stau, außer jetzt so im Parkplatz wie gerade, löst sich auch, ne? Wir fahren jetzt wieder, wir haben jetzt genug hier rumgesessen. Ich habe den dann wieder vorbildlich hier abgestellt, dass es gerade runtergetropft hat, ganze Zeit. Hier, also hier die Kurve beim Alter, der sieht mal, wieso kommen jetzt die Karren wieder? Hallo und schönen guten Abend. Ja, viele wundern sich gerade. Es ist dunkel. Heute ist der Night Vlog dran. Mal gucken. Also ich habe so die Befürchtung, dass Herr Jürgen und ich nach dem gestrigen Abend so ungefähr bis 23 Uhr schaffen. Wir haben es 21.43 Uhr. Ja, irgendwie sowas denke ich auch. Das ist das Problem, wenn ein fast 40-jähriger Typ ja, die erste Nacht schon nicht viel geschlafen hat, nichts gewohnt ist, 0,0, das geht schon fast in den Minusbereich rein und dann versucht zu sagen, ja komm, wir machen heute ein bisschen Action. Boah. Ja, wie ich schon gesagt hatte im ersten Teil, hier ist natürlich abends jetzt wesentlich mehr los, ne? Ich denke mal so nach, naja, so 22 Uhr, wenn alle vom Essen fertig sind, wird da hier noch gut was gehen. Vor allem auf der Turbokurve oder oben an der Mischkulnik. Ja. Da wird dann gut Action sein, denke ich, ne? Achso? Ich hatte keinen Bock auf Jeans. Ja! Hier, wollen wir zum Italiener? Ja. Ja? Italiener? Du rüst dich aus, ne? Ich finde es nicht gut. Ist ein bisschen
Der Philipp hat letztens gesagt, dass der Unterbodengedöns Licht jetzt kommen wird in den nächsten 2-3 Jahren. Das würde ich auch denken. Kommt wieder. Ich würde sogar so weit gehen, es kommen sogar Spinners wieder irgendwann. Also ne, die Felge quasi, die im Stand weiter dreht. Also für normale Verhältnisse ist trotzdem wenig los. Es ist nicht so viel los wie üblicherweise. Guck mal, hier geht der 3996, ne? Ja, geil. Seltenes Auto mittlerweile. Ingolstadt, jawohl. Ingolstadt, Junge. Haken als nächstes, so eine Kiste. Hast du deine Stunde? Hast du deine Stunde Content heute noch nicht voll, oder was? Nee, Kunde, wir haben noch nicht mal angefangen. Wir haben jetzt gerade noch spontan ein Auto-Deal gemacht übrigens. Wenn du haben willst, gehst du jetzt hier auf Sofortkauf. Ja. Und dann gehst du auf Jetzt kaufen. Zack, da war's erledigt. Ein glücklicher Kunde mehr. Hallo. Ja, hab ich gekauft. Alter, es ist ja so geil, ey. Ohne Scheiß. Ja, das war ja eine Sache von unter einer Stunde eigentlich, ne? Ja. Also du hast mich... Ja, ich hab gesagt, hier, guck mal, ich hab hier Scheiße gefunden. Und hat Max gesagt, klar, komm, jetzt machen, komm zu, Kunde. Max, pass auf, dass ich deinen Fuhrpark wirklich nicht zu so einem Ballast entwickelt wie bei mir, ne? Ich würde dir den sonst auch abnehmen, so. Ich wollte gerade... Falls es doch noch bereuen. Ja, also. Ach so, das Ding, das Neue. Also, ja. Genau, das ist das Problem. Ich würde gerade sagen, ich kann ja mal ein bisschen was bei Enrico auf den Hof stellen. Ne? Ja, ein schöner S2000 im Kundenauftrag. Ja, da bin ich richtig nass drauf auf das Ding. Wer es nicht kennt, quasi Roy Black. Also für den älteren Zuschauer, das ist quasi die, ich sag mal, die Kulisse quasi für die Serie. Ein Schloss am Wörthersee. Genau, ich wollte gerade sagen, das ist es doch. Da die Zimmer hier auch nicht so ganz die günstigsten sein sollen, sind hier oftmals meistens Leute mit 3,80 Mark mehr Geldbeutel offensichtlich. Zumindest kann man es annehmen, wenn man die Autos hier so sieht. Ne? Wie viel Porsche wollt ihr haben, ja. Ja, wie viel Porsche wollt ihr haben, ja. Wahnsinn, oder? Wie das Ding da steht. Ja. Na, alles klar? Ja, alles gut. Das war doch eine gute Situationskomik. Erzählt der Robert kurz, wenn, was über das Auto, was die so kosten soll jetzt. Aktuell Runde 500.000 muss man wohl dafür ablegen, ne? Und da guckst du aufs Kennzeichen, so kommt da aus Dresden die Kiste. Robert so, ne? Ich sag, wen gehört denn die Trommel? Da steht die gegenüber. Ich hätte mich gerade nie benommen und hätte wieder einen Enrico-Manier irgendwie von wegen, wen gehört denn der Scheiß aus? Ja, genau. Touring gab's doch ohne Spoiler. Wenn es ein Handschuh ist, ist ein Touring. Genau, GT3. GT3 Touring. Ich kann mich daran erinnern, dass im Porsche-Zentrum Dresden stand, glaube ich, so ein Ding für, ich meine, knapp an die 200. Und jetzt kannst du mal reingucken, was so ein Ding als Handschuh jetzt kostet. Da lass ich tot. Also das Ding einfach kurven, in die Ecke stellen und einfach nur abwarten. Das hat schon gereicht, glaube ich. Und so ist es ja hier ähnlich, ne? Die Gas hat zwischendurch auch günstiger. Ja, sicher, komplett. Da brauche ich noch eine ordentliche Finanzierung, ne? Das ist halt, pass auf, das ist halt wirklich Santander, ganz anders. Die Dinger, die rollen mehr auf Raten als auf Rädern. Aber pass auf, das Thema ist, das ist halt wirklich ein Mundfahrzeug, ne? Also wenn du mit dem Ding, wenn du mit so einem Ding fährst, also wenn du an der Zapfsäule vorfährst und du machst die Tür auf, dann ist das schon irgendwie, als würde es aus einer Raumkapsel aussteigen. Hat der so Scherentüren oder ganz normale? Die geht halt nach oben. Ja. Oh, Digga, da sehe ich mich schon. Da siehst du dich? Ja. Auf jeden Fall. Komplett, ne? Seht ihr den Haken irgendwie auch? 12 Zylinder, ne? Ja, ja. Sauger. Das muss. Wie der Haken sich da mit seinem 1,91 Meter aus dem Ding rausschält. Ich denke mal, so bis 1,90 ist wahrscheinlich die Kotzgrenze. So 1,95 würde ich mal schätzen. Lehn dich mal so ein bisschen lässig dran und setz dich mal auf die Haube. Wir gehen mal hier vorne eine Runde lang. Gucken uns mal die Autos. Die Kisten, die jetzt alle hier stehen zum Beispiel, das wurde mir erzählt, die gehören den Engländer. Und die Dinger sind alle vom Zustand her bellissima. Ein Kio Breitbau hier. Das ist aber auch ein Berg, so das Ding, ne? Das ist einfach nur tiefer mit Rädern. Die 30 einfach auch Volltime-Favorite. Das ist wirklich traumhaft, das Ding, ne? Aber es ist echt dieses Jahr wirklich ruhig hier, ne? Also hier ist komplett Game Over. Geht ja gerade in Slowenien übelst die Party ab, ne? Da haben sich wohl alle getroffen irgendwo. Da geht's wohl gerade richtig ab. Können wir mal kurz eine Szene einblenden? Haben wir überlegt, fahren wir da hin, zeigen euch das. Aber ganz ehrlich, vielleicht bin ich aber einfach zu alt. Vielleicht habe ich aber einfach schon irgendwie einen Stock im Arsch oder so. Kann ja alles sein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das feiere ich nie. Wenn ich dann sehe, dass da irgendwie 9000 Menschen drumherum stehen, das sind keine Campblocks, die dort alle driften, auch wenn sie es alle glauben, weißt du, wie ich meine? Driften ist einen instabilen Zustand stabil halten. Da kann nur schief gehen. Wenn da mal einer kurz in so eine Menschenmasse reinplankt, also ich weiß nicht, ob ich da dabei sein will, ne? Deswegen haben wir gesagt, scheiß drauf.
Scheiß auf den Content, weißt du, ich mein? Hey, Bobby G, was geht? Na, was ist los bei dir? Ja, Alter, wir stehen gerade am Schloss und klotzen dämlich die Karten an und filmen ein bisschen. Kenn ich nicht, ich bin hier beim Casino, da geht's richtig ab. Casino, da kommen wir jetzt hin, Bobby, wo bist du? Ja, Rallygolf. Rallygolf, ne? Aber wo, da hat der Robert, der gerade mit dem Video war, mir heute ein Bild geschickt. Und da fiel mir wieder ein, ja, dass ich noch so eine Felge habe. Ja, aber hier, guck mal, Alter, das holt er auch komplett ab, oder? Das geht. Könnte man mal machen. Das riecht geil. Ich finde, das Ding sieht damit echt, also wirklich. Ist auch wild, dass der vorne schwarz ist, der Grill. Das geht aber auch, finde ich irgendwie. Ja, ist halt oldschoolischer, ne? Ja. Das sieht's, aber so sieht es ein bisschen mehr aus wie eine Jetta-Front, wenn er schwarz ist, finde ich. Ja, gut, stimmt auch. Rückt mich jetzt nicht so ab. Da finde ich rot schon. Ja. Irgendwie. Ja, okay. Geiler, aber. Der hat auch schwarze Spiegel dazu übrigens. Nightpaket quasi. Jawohl. Das gute Nachtpaket hat er. Gute Nacht. Hier kannst du doch auch bestimmt was erzählen, oder? Über die Buden. Kosovo. Ja. Ja, das ist halt bei den Engländern, ne? Gab es die Dinger, keine Ahnung wie viele. Aber das Ding ist halt ein Homologationsfahrzeug. Genauso wie das Fahrzeug da drüben. Ne? Mhm. Brauchte man damals, um für die Rallye das, wie sagt man, das Klassement oder so zu erfüllen. Mhm. Und davon gab es auch noch eine Handvoll, ich glaube 3 oder 5 Stück, als 16V mit 210 PS. Das war damals das Nonplusultra, was VW gemacht hat in einem kleinen Kompaktwagen. Mhm. Und ich bin froh, dass ich heute noch so ein Auto habe, also zumindest ein 8V. Ne? Julian hatte gerade mich hat so gesagt, ist das, was mit dem Spoiler passiert ist, das ist original, das gehört so. Das Ding sieht so aus. Ich noch nie gesehen, aber ist so bewusst irgendwie. Auch ja, übelst geil. Der Integrale HF Evo 2, ne? Ist schon schön. Richtig geil. Ja. Auch die Felge, ne? Ist ja quasi das Originalrad nachempfunden, beziehungsweise im Design und dann halt einfach in groß. Mhm. Möchte mal wissen, ob der das alles auf einem LKW herrschafft. Und ich stehe jedes Jahr hier die Dinger, ne? Vor allem, wie wohlhabend willst du sein, dass du den Aufwand betreibst, so, ne? Krass. Aus England bisher ist ein Stück, ne? Ja. Ne? So wie ich schon sagte, geht jetzt 3 Touring, ne? Kombi quasi. Genau. Das ist der Porsche-Kombi, kennst du den nicht? Das ist gar nicht der Panamera. Nee. Jeep Gladiator habe ich auch schon überlegt, ob es das nicht werden könnte, das Ding, ne? Finde ich auch geil. Jetzt soll oben an der Turbokurve noch ein bisschen was abgehen, aber weiß nicht, ich mache das da Tom in der Höhe noch alleine. Da sehe ich mich irgendwie nicht mehr. Aber hier, 129er, ne? Geht immer fit. Das ist die OZ Futura, glaube ich, ne? Die hier drauf ist. Und wie geil sieht das? Ich habe die nie gefühlt. Aber ich finde das geil. McLaren? Oh, ja, doch, komplett fit. Richtig geiles Auto. Vor allem performance-technisch muss es ja brutal sein, ne? Ja. Ich glaube, bevor ich mir einen Ferrari kaufe, würde ich mir wahrscheinlich, also jetzt einen neueren Ferrari, wahrscheinlich würde ich mir dann eher sowas ziehen. Mhm. Luis 7er Nummer, habe ich auch überlegt, ob das eine Option wäre. Jo. Wo ich das erste Mal hier war, da war hier gefühlte Eskalation, da hat sie nur gescheppert, gerumst, geknallt. Das hat stark nachgelassen, ne? Aber Stimmung ist trotzdem eigentlich cool. Ja. Wir werden morgen, so wie das jetzt aussieht, so ein bisschen tagsüber was machen. Vielleicht mal Mischkönig fahren, Turbokurve gucken. Dann geht es nachmittags oder abends dann zur XS Car Night, das ist eigentlich der Plan. Mhm. Dann muss ich mal gucken, wie wir dann da so reinkommen können. Weil eigentlich ist es komplett sold out, also da geht eigentlich nichts mehr. Und dann werden wir dort einen Abend verbringen, dann werden wir euch dort mitnehmen. Das wird sicherlich unterhaltsam und dann ist eigentlich auch schon wieder Ende, ne? Ja, du könntest hier Monate bleiben, ja, oder? Wenn hier vorne stehen, dann gleich die Cops und fischen raus und kassieren ab. Na, da feiern die jetzt gerade keinen Geburtstag, sind die Cops da, ne? Das hat so ein bisschen so Kirmes-Jahrmarkt-Stimmung hier, weißt du, ich mein? Also Freunde, mit dieser Pumpensensation, mit dem schönen Burnout von gerade eben, verabschieden wir uns jetzt aus diesem Abend, bevor meine Stimme wieder komplett zu Hause ist. Ich sag euch so, wie es ist. Wir machen die Kamera aus und dann eskaliert es gleich komplett. Der Julian und der Tom fahren hoch zur Turbokurve und das geht jetzt auf. So, na dann, schönen Feierabend, ne? Guten Nacht. Danke dir. Tschüss. Ciao. Guten Morgen. Herzlich willkommen bei Schlaflos am Wörthersee. Die zwei Herrschaften haben es heute zum ersten Mal geschafft zum Frühstück. Ich war komplett entspannt. Ja? Einfach dafür aufwachen, also dir geht's gut und so. Dir geht's gut, du musst nie kotzen. Das ist schon mal geil. Wie war denn die Nacht so? Alter.
Und dann denkst du so, geil, heute gehst du mal nur Stunden ins Bett. So, ne, nur ein Bier getrunken noch mit den Jungs. Nur ein Bier getrunken. Und hab ich so komplett bettfertig gemacht, leg mich so rein, denkst du, geil. Jetzt guckst du noch ein bisschen auf dem Handy irgendeine Scheiße und dann pennst du jetzt komplett ein. Und so wie ich eigentlich pennen will, geht draußen das übelste Gegröle los. Aber so volle Bude, dass ich echt gedacht, das ist nicht dein Ernst jetzt, ne? Dann bin ich dann zu Hause auf dem Balkon, hab geklotzt, wo das herkommt. Ich habe gesehen, dass hinter dieser Glaswand da irgendwie ein bisschen Polen, Tschechen, ich weiß nicht, dort Party gemacht haben. Genau vor meinem Fenster. Und das ging, ich weiß nicht, ich habe dann das Fenster zu, wieder mich ins Bett gelegt, war es zu warm, wieder Fenster auf, war es wieder zu laut. Also es ging dann eine ganze Weile die Odyssee. Und irgendwie so 3:30 oder so, hatte ich dann echt einfach die Schnauze voll, habe dann irgendwann rüber geplärrt, dass sie endlich die Fresse halten sollen. Hat die aber gar nicht interessiert. Ja, am Ende vom Lied war irgendwie, dass ich dann 3:30 oder so eingeschlafen bin und fühle mich einfach wie. Das hätte ich die ganze Nacht gesagt. Wie auch immer. Zumindest müssen wir jetzt mal gucken, wie es Wetter wird. Wir wollten jetzt eigentlich eine Runde mit dem Porsche mal fahren. Genau, und jetzt erstmal in Ruhe was. Gucken mal, wie es Wetter wird, weil wenn es schifft, brauchst du mit dem Ding, will ich eigentlich mit dem Ding irgendwie losfahren, weil der ist ja unten am Unterboden komplett auslackiert. Und leider hat sich das nicht richtig verbunden. Und da blättert so partiell der Lack ab. Da habe ich eigentlich keinen Bock, jetzt komplett durch die Nässe zu fahren. Ja, apropos, wir wollen uns nochmal bedanken. Das letzte Video ist ja ganz gut angekommen. Vielen Dank für eure Kommentare und die Likes und die Views. Hätten wir jetzt gar nicht so gedacht, dass die Wörthersee, dass die Leute so großartig interessiert. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, immer rein in die Kommentare. Ich wünsche euch einen schönen Samstag. Tschüss!